Also, mein Name ist Dr. Mercedes Bunz, ich bin die Leiterin vom Hybrid Publishing Lab der Leuphana Universität Lüneburg. Und Science 2.0 interessiert uns besonders, weil wir natürlich die Veränderung der Wissenschaft erforschen, die sich durch die Digitalisierung und durch dieses Web 2.0 ereignet hat. Die sozialen Medien verändern natürlich massiv, wie Wissenschaftler kommunizieren, was sie tatsächlich früher sehr stark über gedruckte Texte getan haben und jetzt immer mehr über digitalisierte Texte und Kommunikationsformen tun. Bei uns im Bereich ist es vor allem der Bereich der Geisteswissenschaften. Wenn man jetzt das Stichwort Open Science nennt, käme dann natürlich auch noch die Daten dazu, die man offenlegen kann zusätzlich zur Forschung. Und das sind die Bereiche, die wir uns anschauen. Also wie gesagt, vor allem im Bereich Geisteswissenschaften, aber wir haben natürlich auch ein Auge für das, was sich sonst in der Wissenschaft tut. Der Forschungsverbund Science 2.0 ist besonders interessant, weil natürlich hier auf dem Bereich sehr viel passiert in Deutschland und es sehr viel Parallelforschung und Parallelprojekte gibt. Und das in einem Forschungsverbund zusammenzuhalten, ist im Moment sehr, sehr wichtig. Deswegen freuen wir uns als Hybrid Publishing Lab der Leuphana Universität Lüneburg da dabei zu sein. Mein Name ist Irina Gurevic, ich bin Professorin im Bereich Wissens- und Sprachverarbeitung am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung in Frankfurt und im Fachbereich Informatik an der Technischen Universität Darmstadt. Ich bin am Forschungsverbund, also eben in diesen zwei verschiedenen Funktionen beteiligt und erhoffe mir, dadurch neue Kontakte zu knüpfen, also neue Themen für mich zu entdecken und auch Partner, mit denen ich an diesen Themen in Zukunft arbeiten kann. Also ich denke, dass das sehr stark zur Vernetzung von unseren Aktivitäten beitragen kann, also nicht nur auf Ebene der kooperativen Arbeitsmöglichkeiten im Web und im Science 2.0, aber also auch im Sinne von persönlichen Kontakt im Rahmen von Workshops, die veranstaltet werden sollen. Und das soll für mich auch mittelfristig, also zu gemeinsamen Projekten führen, also wo wir auch tatsächlich die Themen im Bereich Science 2.0 viel besser adressieren können, als dass jeder einzelne von uns für sich alleine machen kann, also um kritische Masse zu erreichen und auch Einblicke aus verschiedenen Disziplinen. Thema Science 2.0 fasziniert mich, die neue Qualität der Forschung, die entstehen kann, dadurch, dass Wissenschaftler, die über die Welt verteilt sind, miteinander in einer ganz neuen Art und Weise kooperieren können. Ich denke, dass wir dadurch ganz neue Möglichkeiten erhalten, uns auszutauschen und unsere Ressourcen zu bündeln, um die Forschungsfragestellungen zu beantworten. Ich denke auch, dass wir dadurch viel effizienter in der Forschung vorankommen können, weil es uns viel Zeit auch erspart, dadurch, dass zum Beispiel also die Reisen nicht mehr notwendig sind. Oder dass wir uns laufend austauschen können, also wenn wir gemeinsam an irgendwas arbeiten. Also so ist es gar nicht notwendig, also beispielsweise also Treffen zu veranstalten. Das heißt, diese ganzen Prozesse also werden auch implizit beschleunigt. Mhm. Und das ermöglicht uns natürlich viel schneller voranzukommen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mhm. Also die kollektive Intelligenz ist das, was mich am Thema fasziniert. Mein Name ist Cornelius Buschmann, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informations- und Bibliothekswissenschaften der Humboldt-Universität Berlin und assoziierter Forscher am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und ich führe im Moment ein dreijähriges Projekt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft durch und beschäftige mich da mit wissenschaftlicher Kommunikation im Internet, vor allem in Blogs. Ich mache mit vor allem, weil ich hier viele Kollegen treffen kann, die ähnliche Forschungsinteressen haben, aber auch Vertreter von Einrichtungen, die mir zum Beispiel bei der Forschung helfen können, die in der Lage sind, Fragebögen, Befragungen zu machen oder Inhalte auszuwerten oder andere methodische Probleme zu lösen. Und deshalb finde ich das toll, sich hier auszutauschen und mehr darüber herauszufinden, was andere Wissenschaftler und Institutionen in diesem Bereich Science 2.0 machen.
Mich fasziniert am Thema Science 2.0, wie sich vor allen Dingen die Grenzen zwischen Wissenschaft und Wissenschaftlern an Forschungseinrichtungen und Universitäten und der Öffentlichkeit verschieben und wie diese Grenzen verschwimmen. Das heißt also, dass es viel leichter wird für Nichtwissenschaftler, darüber mehr Dinge zu erfahren, was Wissenschaftler eigentlich tun, mit Wissenschaftlern zu diskutieren, zum Beispiel in Blogs und auch Anregungen für wissenschaftliche Forschung zu liefern. Das finde ich faszinierend. Mein Name ist Benedikt Fächer. Ich bin seit September Doktorand am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin. Wir haben als einen Forschungsschwerpunkt Open Science. Und in dem Sinne ist natürlich das Treffen heute eine ideale Möglichkeit, um mit Personen in Kontakt zu kommen, die Open Science aus den verschiedensten Perspektiven betrachten. Und ich beschäftige mich im Speziellen mit Partizipationsprämissen bei Open Science und denke, dass es da eben ganz unterschiedliche Blickwinkel gibt, je nachdem, welche Person man befragt oder welche Person mit dem Thema Open Science in Berührung kommt. Und gerade bei dieser Veranstaltung heute und gestern hat man auch gesehen, dass es ganz verschiedene Blickwinkel auf Science 2.0 gibt. Ja, ich glaube, Offenheit ist seit jeher ein Thema der Wissenschaft. Also es geht seit jeher darum, wie man das, was man erforscht hat, kommuniziert. Mhm. Und ich denke, dass durch die Tools und die Technik, die wir heute zur Verfügung haben, es eben ganz neue Möglichkeiten gibt, an jeder Stelle des wissenschaftlichen Workflows Offenheit zu betreiben und dass es dabei aber auch Hindernisse gibt und befördernde Faktoren. Und es gilt, diese eben herauszufinden und zu schauen, wo man ansetzen kann, dass Wissenschaft offener sein kann und wie offen Wissenschaft sein kann mit den Tools und den Leuten, die zur Verfügung stehen. Ich bin Elke Rösner von der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin in Köln und Bonn. Und ich bin hier, weil das sehr gut in unser Thema passt. Von der ZB Med, wir sind dabei, einen Strategieprozess aufzusetzen, weil wir Web 2.0iger werden wollen. Deswegen ist Science 2.0 genau unser Thema. Und wir wollen einfach kundenorientiert sein. Wir wollen uns danach ausrichten, was unsere Kundinnen und Kunden wollen. Dazu ist Nutzerforschung extrem wichtig. Nutzerforschung auch im Web extrem wichtig. Und ich muss sagen, dieser Kickoff hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Weil es nicht nur die üblichen Leibniz-Einrichtungen sind, die wir hier treffen oder die ich hier getroffen habe oder die ich immer noch treffe, sondern es sind vor allen Dingen auch viele Kollegen von anderen Einrichtungen. Zum Beispiel habe ich einen Kontakt mit der Uni Düsseldorf gehabt und wir haben über Themen gesprochen, über die wir sonst wir hätten kein Forum gehabt, sonst darüber zu sprechen. Und das war hier möglich. Und da sehe ich wirklich für die Zukunft, für uns alle, einfach eine große Chance. Also mein Name ist Christian Hoffmann, ich komme von der Universität St. Gallen in der Schweiz, wo ich am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement forsche. Wir machen da viel Forschung im Bereich neue und soziale Medien und können immer wieder feststellen, dass soziale Medien das Verhalten der Nutzer auf ganz unterschiedliche Weise verändert und die Art und Weise, wie wir eben auch gesellschaftlich zusammenarbeiten, ökonomisch zusammenarbeiten. Und wir gehen eben fest davon aus, dass das eben auch Auswirkungen auf die Wissenschaft und den wissenschaftlichen Betrieb haben wird. Und wir sind dort eigentlich sehr optimistisch, also wir gehen davon aus, dass die neuen Kooperationsmöglichkeiten dieser Plattformen zu einem großen Erkenntnisfortschritt beitragen wird, dass auch Erkenntnisfortschritte schneller kommen werden, dadurch, dass wir offener miteinander ausgehen, dass wir umgehen, dass wir schneller Netzwerke etablieren können, uns austauschen können, Leute finden, die vielleicht Dinge wissen, die wir brauchen oder genau das beitragen können, was wir für ein Projekt benötigen. Und von daher gehen wir eigentlich davon aus, dass je mehr sich diese Plattformen etablieren und je mehr sich diese Arbeitsweise von Science 2.0 etabliert, desto rapider wird sozusagen der wissenschaftliche Fortschritt passieren. Und das ist sicherlich etwas, was für alle Bürger, für die Gesellschaft, für die Welt von Vorteil sein wird. Und von daher finde ich es ganz klasse, dass sich in diesem Forschungsverbund ganz unterschiedliche Institutionen zusammengefunden haben, die dasselbe Interesse haben, die das vorantreiben möchten. Und wir freuen uns eben auch von der Schweiz aus, da ein bisschen mit reinhorchen und vielleicht auch mit forschen zu können. Ich bin Maria Köck. Ich leite in der ZBW die Abteilung Innovationsmanagement und soziale Medien. Und der Forschungsverbund Science 2.0 bzw. die Koordinierungsstelle dafür ist in meiner Abteilung angesiedelt.
Wir haben mit dem Thema Science 2.0 offenbar einen Nerv getroffen, beziehungsweise ein Thema aufgegriffen, das die Forschenden in hohem Maße bewegt und beschäftigt. Wir haben das bereits im Vorfeld für den Kickoff vom Forschungsverbund Science 2.0 gemerkt, dass ein sehr großes Engagement da ist und ein sehr großes Interesse, sich daran zu beteiligen und auch schon konkrete Projektvorschläge einzureichen. Und diese Projektvorschläge sind nun hier am Kickoff sehr intensiv diskutiert worden und das Engagement der Beteiligten war sehr, sehr groß und ich freue mich wirklich, dass wir jetzt mit dem Verbund ja auch durchstarten können und in konkrete Projekte gehen können.